Anlässlich der Ludwigshafener Klimaschutzwoche finden vom 17. bis 22. Oktober diverse Veranstaltungen auf dem Platz der Deutschen Einheit, in der Rheingalerie, im Rathauscenter und im Pfalzbau Ludwigshafen statt. Als symbolischer Akt der städtischen Kooperation startete die Ludwigshafener Klimaschutzwoche am 17.10. dieses Mal am Mannheimer Wasserturm. Dominierendes Thema ist dieses Jahr die Elektromobilität, das mit einer Umweltmobilitätsrallye gestartet wurde. Wir sind ja heute am Beginn unserer Klimaschutzwochen und diese Klimaschutzwochen haben wir unter das Motto gestellt, Mobilität der Zukunft. Und ein Aspekt bei der Mobilität der Zukunft ist sicherlich auch die Zukunft der E-Mobilität. Und ich bin jetzt sozusagen im Rahmen der Rallye heute dabei mit meinem E-Auto, das ich ja schon seit 3 Jahren fahre und sehr gute Erfahrungen, vor allem eben im Stadtverkehr, sammeln konnte. Und wir möchten eben durch diese Rallye zeigen, welche unterschiedlichen Mobilitätsformen es gibt, um dann eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, was ist denn die Mobilität der Zukunft? Und ich meine, man muss kein Prophet sein, um am Ende festzustellen, wahrscheinlich, es wird ganz sicher ein Mix von allen Mobilitätsformen sein. Bei der Rallye partizipierten Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und sein erster Bürgermeister Christian Specht sowie der Standortleiter auf der Firma Bombardier Mannheim, Michael Hirschböck. Außerdem nahmen die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Felicitas Kuballa, Klaus Dillinger, Bau-, Umwelt- und Verkehrsdezernent von Ludwigshafen, der RNV-Geschäftsführer Andreas Kerber sowie Agnes Henel-Schönfelder, die Leiterin der Klimaschutzleitstelle Mannheim und Professor Dr. Joachim Alexander, Klimaschutzbeauftragter von Ludwigshafen an der Rallye teil. Die Vertreter beider Städte begaben sich mit verschiedenen umweltschonenden Methoden auf die nicht ganz wörtlich gemeinte Rallye vom Mannheimer Wasserturm zum Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen. Dabei kamen E-Bikes, Elektroautos, ein elektronisch betriebener Bus, Carsharing, die Stadtbahn, also auch die konventionelle Methode des Laufens zum Einsatz. Bevor sich der Rallye-Tross auf den Weg nach Ludwigshafen machte, informierten Oberbürgermeisterin Lohse und Oberbürgermeister Kurz über das Thema Elektromobilität und diverse infrastrukturelle Projekte zur Förderung alternativer Fortbewegungsmittel in einem Pressegespräch. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz betonte die Zukunftsträchtigkeit der E-Mobilität und die Herausforderungen bei der Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Ja, es ist natürlich ein großes Thema, auch wenn es sich vielleicht nicht ganz so schnell entwickelt hat, wie das vor einigen Jahren noch erwartet worden war. Aber für uns ist natürlich auch wichtig, den Akzent darauf zu setzen, zu sagen, Elektromobilität ist nicht nur Individualverkehr, es ist traditionell seit weit über 100 Jahren die Sache des öffentlichen Personennahverkehrs. Der ist im Stadtbahnbereich schon immer Elektromobilität und natürlich für uns auch das ein Thema weiterzuarbeiten. Wir haben schon hier eine Versuchsstrecke zum Thema induktives Laden, das heißt Elektrobusse, die an den einzelnen Haltestationen geladen werden und wir wollen ein solches Fahrzeug auch direkt wirklich in den Busverkehr, jetzt dann von der Versuchsladestrecke auf der Konversion runterbringen in den Verkehr. Das wird im Jahr 2014 der Fall sein. Insofern sind wir da ganz vorne auch mit dabei bei den Entwicklungen und natürlich auch die Carsharing-Thematiken auch in Richtung Elektromobilität, Joker als Beispiel. Das sind natürlich auch Dinge, die sich in unserer Stadt weiterentwickeln werden.